zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality auf der Grünfelder Land. So, der Herr Krüger hat letztes Mal... Oh Gott, das ist schon... Das Schneidwerk bräuchte eigentlich schon wieder einen Service. Der Herr Krüger hat letztes Mal gemeint, wir sollten hier mal auftanken. Ich kann hier nicht auftanken, was soll denn das? Alter, wieso kann ich hier jetzt nicht tanken? Deshalb stand das Fass eigentlich auch nie da drin. Stand immer hier eigentlich. Das sind alles so Zeitfresser, ne? Kommt einfach zu nix. Jetzt. Jetzt kommt was, nein. Ist hier irgendwo eine Anzeige? Die Anzeige? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. So, wohl nicht. So, aber los geht's. Zur Dinkelernte. Wir fangen auf dem ersten Pachtfeld auf der 107, Parzelle 107. Da fangen wir an. Weil die doch schon am weitesten vorangeschritten ist. Und ich einfach keinen Bock habe, dass das Zeug verdorrt. Mal gucken, wie weit ich heute noch komme. Haben wir das vielleicht? Beides glaube ich nicht. Dass ich das fertig kriege. Ja. Bisschen die Beine ausstrecken hier auf dem Drescher. Platz ist ja genug.
Gut, los geht's. Mal gucken, wie viel von diesen drei Feldern runterkommt. Also ich hatte ja zwei Felder mit Roggen und da kam ja schon mega viel runter. Ja, fürs Vorgewende könnte ausreichend sein, dass wir das da in einen Kornstein reinkriegen. Wäre zumindest schön. Jetzt müssen wir einmal ums Feld laufen und den Abfahrer holen oder den LKW holen. Okay, aber wenn man es jetzt mal ganz pragmatisch sieht, kriege ich auf jeden Fall zwei Ernten oder eine. Ich habe ja 50.000 Euro gezahlt, meine ich so um den Dreh, für die Pacht. Und jetzt kriege ich ja nochmal, ich muss mal genau gucken, wie viel Dinkel ich nur von den zwei Feldern runterkriege. Um einfach zu wissen, ob es sich, inwieweit es sich rentiert hat und inwieweit nicht. Aber ich glaube, allein mit dem Roggen ist ja die Pacht schon bezahlt. Und dann ist ja alles weitere Reingewinn eigentlich. Klar, ich hatte das LU noch mal aktiv. Ich hatte das LU aktiv beim Dreschen das letzte Mal, bei meinem eigenen Feld und bei dem Pachtfeld drüben. Das waren ja 23.000. Das heißt, ich hatte ungefähr, sagen wir mal, ich hatte 75.000 Euro Kosten. Ich krieg aber allein vom Roggen, ja, da war nur die Hälfte von drüben. Die andere Hälfte war ja von meinem eigenen Feld. Wenn wir wirklich 50-50 rechnen, dann das heißt 65.000 Liter Roggen. Dann, und das multiplizieren mit dem Preis 1,3, sagen wir mal, dann hat das eine Feld eigentlich schon alle Pachtkosten bezahlt. Ist eigentlich okay, würde ich jetzt sagen. Kann man sich nicht beschweren. Oh, der Drescher hat kein GPS, ey. Ey, schade. Wäre ja zu schön gewesen.
Vielleicht können wir das noch irgendwann nachrüsten. Plane runter machen. Fertig. Oh, dreschen mit GPS, ey, das wäre nice. Also warte mal. Die Pacht von einem Feld kostet ungefähr 25.000 Euro. Das heißt, 10 mal pachten. Zehnmal pachten wäre 20 Ernten. Bis der Kaufpreis drin wäre. Ich bin nämlich gerade ein bisschen am Überlegen, was sich denn mehr rentiert, ein eigenes Feld kaufen oder pachten. Eigentlich, ganz ehrlich, sollte ich denn Kredit abbezahlen. Kredit komplett abbezahlen. Und dann einen neuen Kredit aufnehmen. Ich habe ja viel mehr Maschinen und weiß was ich was. Und Land und Produktion habe ich ja jetzt viel mehr. Das heißt, ich müsste auch eine höhere Kreditwürdigkeit haben. Dann mir größere Maschinen kaufen. Ja. Zum Beispiel die Amazone Condor mit 15 Meter Arbeitsbreite, ja. Oder einen, keine Ahnung, ein Idealdrescher oder so ähnlich. Mit 12 Meter oder was hat die, was hat das? 12 Meter Schneidwerk. Und das wäre es aber dann eigentlich auch schon. Also es ging ja eigentlich nur um eine Sämaschine und einen neuen Drescher. Mit ordentlich Arbeitsbreite. Ich soll ich das machen und vielleicht noch ein neues Feld.
Also ein neues Feld, 300.000. fünfhunderttausend mit der Condor und dann hätten wir noch mal 500.000. Ja, 500.000 hätten wir dann noch mal zur Verfügung, wenn wir 1 Million Kredit kriegen für den Drescher, ja. Aber ich würde natürlich den hier dann auch wieder exportieren oder weiterverkaufen. Und die Sämaschine ja auch. Da kommen ja auch nochmal 45.000 raus. Also es könnte sich durchaus lohnen. Ich glaube, ich habe aktuell noch 400.000 Kredit. Mit 400.000 Kredit, ja, die müsste ich halt relativ flott abzahlen. Das könnten wir hinkriegen. Wenn ich überlege, was der Rocken mir bringt. Der bringt mir 150.000 locker. 160, 170.000, je nachdem. Wenn der Preis noch ein bisschen steigt. Das ist ja schon die halbe Miete. Dann haben wir hier noch 3 Felder Dinkel. Die Eier habe ich noch rumstehen. Paletten habe ich auch noch rumstehen. Aber der Blaubeer meldet sich ja nicht, der Schnarchzapfen. Ich glaube, inzwischen vor 4 Wochen hat er angefragt. Vor 4 Wochen hat er, glaube ich, gefragt, ob er oder dass er demnächst bald mal wieder Paletten bestellt. Naja. Wahrscheinlich will er dann Paletten haben, wenn ich keine Zeit habe. Das wäre wieder so typisch.
zu. Aber das Dreschen geht gut voran. Wird aber noch eine ganze Weile hier beschäftigt sein. Naja, wir haben hier noch zwei andere Felder zu dreschen. Ich bedanke mich bei euch erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Bald haben wir zweijähriges Jubiläum, das heißt 2 Jahre Real Farming. Krasse Sache. Schaut gerne auch bei den alten Folgen vorbei. Würde mich ungemein freuen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.